billig da schlafen. Man hat ein geiles Turnier, Rival Setups sind auch da. Alles ist da. Also wenn ihr die Chance habt, in der Nähe wohnt oder so, kommt vorbei, spielt ein bisschen Smash, spielt ein bisschen Rivals, chillt ein bisschen mit uns. Aber ja, da geht's auch schon. So, jetzt werden wir zuerst ein Feuer drücken. Die Antwort ist genau. King Kong um einen Sekundenbruchteil, denn beide starten einfach direkt mit ihren Feuermoves. Und ich glaube, diese Arc Fest, die werden wir auch sehr viel sehen, weil Bowser da wirklich sehr schwere Zeit hat, rumzukommen. Und dann kann die ja auch einfach nicht einfach so chillen, sondern muss im richtigen Timing rüberspringen, dass ihn der Winkel nicht trifft. Schauen wir mal, wie sich das ein bisschen entwickelt. Genau, du hast schon gesagt, King Kong hat heute nur Bowser gespielt. Steve ist heute bisher noch nicht rausgekommen. Aber Bowser lohnt sich auch ziemlich. Ich muss auch sagen, ich finde es sehr respektabel, dass er immer noch einfach Bowser durchzieht und sagt, ich habe Spaß an Bowser, ich möchte Bowser weiter durchziehen. Auch wenn es vielleicht nicht der beste Char ist. Aber dafür habe ich ja noch den Pocket Steve. Genau, der haut da raus. Haut da raus, wenn es entweder nicht so gut läuft oder wenn er von vornherein schon sagt, okay, er will zum Beispiel nicht Bowser gegen andere Steve spielen. Ne? Wenn er gegen Weep spielt, dann Kazuya, schon gesagt. Genau, Kazuya auch wichtiger Charakter dafür. Genau, nochmal auf die Tags zu kommen, weil wir hatten gerade die viele Tags eigentlich. Jetzt haben wir halt die generic ass Tags. Einmal haben wir 4 Girlfriend. Kleiner als 3 ist optional, aber ist hier mit dabei. Und Splash Match, also einfach der ganz normale Tag. Na gut. Ja gut, ne? Weiß man wenigstens, wer ist, ne? Das ist doch mal ein Vorteil. Als Zuschauer, gibt ja auch immer wieder Zuschauer, die sich nicht mit den Spielern auskennen, nicht wissen, wie die spielen. Das ist jetzt eindeutig. An der Stelle. Ja. Ich glaube, Robin ist doch tatsächlich auch einer der Charaktere, die sich ganz gut gegen Steve schlagen, oder? Falls wir das später sehen. Ja. Ich denke, Steve schlägt sich immer noch besser als Bowser. Einfach weil Steve, glaube ich, das Match trotzdem nicht verliert. Aber ist auf jeden Fall nicht so schön, wie man vielleicht. Ich wollte wahrscheinlich den Spot Dodge reden, nur das war einfach ein bisschen put. Auf jeden Fall hat es nicht getroffen. Und das könnte der Kill sein. Das war nice. Guter Winkel, aber nicht genug Distanz geflogen, der Bowser. Das ist ja sehr kontrolliert hier runtergespielt von Splash Mage. Splash Mage inzwischen auch schon eine Weile wieder mit dabei. Mhm. Kommt auch aus dem Norden. Aus der gleichen Stadt wie Tarik kommt tatsächlich, habe ich mal gehört. Also vielleicht hat er dieses Norden-Gen in sich. Das ist vom gleichen Wasser getrunken. Vielleicht ist er damals auch in den gleichen Zaubertrank-Topf gefallen wie Tarik, als sein Kind war. Die Obelix-Story so ein bisschen nachgespielt. Das kriegen sie da im Kindergarten aufgetischt. Da wird einem gezeigt, wie man den Boffy entstartet oder sowas wahrscheinlich. Schaut euch von Boffy, schaut euch von Tarik. Auf jeden Fall sehen wir hier wieder. Kriegt ihr nicht das Feuer? Wir sehen das gleiche Matchup wieder. Wir sehen keinen Steve. Es macht mir ein bisschen Angst, dass King Kong vielleicht gerade nach dem Game 1 nicht so die Confidence hat, wenn er jetzt versucht, einfach die Prozente durch den Fire Breath sich zu erschießen quasi. Aber jetzt sehen wir, ja, wenn er jetzt wieder mehr auf die Funnies setzt und dann einfach seine Advantage pusht, kann er auch so einfach schnell die Prozente aufbauen. Aber ist natürlich schwer, ne? Wenn er einmal von dem Voltier getroffen wird. Sehr schön mit dem Item-Play hier von Splash Mage, Smash Guard. Ein Ziel getroffen, was man vielleicht nicht erwartet. So, von dem Leffen Sword. Wird hier irgendwie von allem getroffen. Wurde durch Buch gerettet, was er verloren hat. Buch ist wirklich manchmal einfach der Retter in der Not. Hat er versucht, das Feuer zu gehen. Aber das Buch, das ihn gerade gerettet hat, war diesmal nicht zur Verfügung. Upsmash reicht noch nicht ganz. Aber nächste Level in Sword Attack. Und schon wieder ein ordentlicher Lead für Splash Mage. Und, okay. King Kong hat genug. Ich glaube, wir sehen den Steve. Ja. Er geht Link. Hat er gerade Link gesagt? Hat er gerade Link gesagt? Da bin ich mal gespannt drauf. Er hat gerade Link gesagt, oder? Er hat Link gesagt. Vielleicht macht er jetzt so Steve und dann klickt er sich so durch und hat er so einen neunten Skin und da ist dann so Link Steve, weißt du? Link! Link. Das ist von allen Charakteren
Alle sind verwirrt gerade. Die komplette Venue ist wirklich, schaut unlocked, wirklich gerade verwirrt. Wir sehen den King Kong Link. Bin ich mal sehr gespannt. Er sagt sich, heute gar kein Steve. Auf gar keinen Fall spiel ich heute Steve. Wenn der Link jetzt klappt. Wenn er mit Link jetzt den Reverse Throw kriegt. Es sieht auf jeden Fall besser aus als mit Bowser aktuell. Ja. Ich glaube, bei so einem Pocket Chars, ne, die große Herausforderung kommt ja immer in späteren Stops. Oder nach dem ersten Game. Ne? Am Anfang muss der Gegner erstmal darauf klarkommen, dass der Charakter wahrscheinlich, wenn man ihn als Pocket hat, wird er öfter ja relativ unorthodox gespielt auch. Da muss man erstmal mit der Funktion klarkommen. Und dann ist die wahre Herausforderung halt, die wahre Frage, kann sich der Char nach der Adaptation immer noch durchsetzen? Stell dir vor, er gewinnt jetzt mit Link und sagt dann, ich bin Steve. Das würde King Kong machen. Das habe ich letzten Donnerstag gegen ihn erwartet. Was ist passiert? Also nicht mit Link, sondern dass ich gegen seinen Steve gewonnen hat. Nein, gegen seinen Steve verloren habe. Und dann hat er wieder zu Bowser zurückgewechselt. Ja, okay. Und sehr verwirrend, was er da das gemacht hat. Das habe ich heute tatsächlich auch gemacht. Ja. In Bracket, da habe ich von Diddy, ich habe mit Diddy gewonnen, habe gesagt, ich spiele Steve. Aber der Counterpick zahlt sich gerade ziemlich aus. Ja, es sieht sehr solide aus, was er da gerade macht. Und zwar einfach bloß durch simples Positioning, unter anderem. Und dann nutzt er halt einfach die Stärken von Link, wie die Nair, einfach sehr gut aus. Ich wollte gerade sagen, was für Stärken wird er jetzt sagen, außer Nair? Du hast kurz nach einer Stärke gesucht, außer Nair, oder? Nein. Okay. Da ist die Fair von Splash Match. Splash Match aber hier auch schon bei Killprozenten. Das hat gerade Link. Der zockt halt gerade Link und gewinnt auch gerade. Das ist die Back Air, die killt. Die killt zu früh. Das ist, weil du gerade den Buffy-Shoutout gemacht hast. Achso, ja. Ich will auch die Buffy-Farbe. Ich möchte zeigen, dass man nur Buffy edgeguarden kann in dem Ort, wo Tarik herkommt. Down Air. Deswegen, wir sehen halt so ein paar freche, unorthodoxe Optionen, ne? Da muss man gucken, wenn Splash Mage wahrscheinlich darauf adaptiert bald. Also ich denke mal, dass King Kong dieses Game für sich entscheiden wird. Danach wird es sehr interessant. Meinst du, entscheidet das für sich? Ich würde... ich weiß halt nicht, wie viel Erfahrung King Kong inzwischen schon mit dem Link hat. Also falls Splash Mage es jetzt schafft, zu adaptieren, schafft es King Kong dann auch nochmal einen anderen Spielstil so ein bisschen rauszuholen, kann er da auch noch groß adaptieren? Oder ist er quasi auf so diese eine Art zu spielen ein bisschen festgelegt, weil er halt noch nicht so viel Erfahrung mit den Char hat? Wir bleiben auf jeden Fall gespannt hier. Es bleibt beim Link, es wird nicht der Steve im letzten Game, vielleicht letzten Game ausgepackt. Wenn der Link immer noch gut performt, ist das vorletzte Game. Ne, wenn es so Last Game wird, da könnte natürlich sein, dass er nochmal switcht. Drei Projektile auf einmal haben wir die Splash Boys jetzt hier. Splash Boys kriegt Konkurrenz, was Projektileanzahl angeht. Spielt hier den Link gerade so ein bisschen wie Young Link fast schon. Wenn er verliert, ein bisschen den Bremslag. Der Young wäre es gewesen. Aber das ist ein sehr großer Projector Board. Keiner traut sich so wirklich reinzugehen. Warum auch? Wenn beide eigentlich ganz gute Optionen auch haben von der Range aus. Aber jetzt eben das Opening. 80% auf King Kong.
Wirft er das? Glaube ich, den. Ich hab die Bombe war, glaube ich, am Stage, ne? Ja, nein, er hat einfach, glaube ich, verkackt. Also, er wollte mit Daumen machen, eine Zeit, die gemacht hat, wirklich. So, 50% auf Splash Match hier. Uppy out of Shield. Okay, eine Sache, die wir schon sehen, ist auf jeden Fall, dass schon mehrmals die Up Out of Shield avoided, indem er einfach auch mal einen Dashback macht, nachdem man Shield hittet. Okay, ich dachte gerade, es wäre ein Neutral Get Up, aber die Animation vom Get Up Attack einfach muss sehr seltsam bei dem Char. Okay, fast natürlich auch, genau. Sind die Ledge Traps, die scheinen ordentlich zu sitzen bei King Kong. Einfach dieses relativ simple Setup. Und Bomb auf der Ledge. Mit TGF Smash 100% auf King Kong. Aber King Kong lässt sich nicht unterkriegen, landet hier mit der Down Air. Wird hier nochmal getroffen, 140 auf beiden ungefähr. 150 auf King Kong. King Kong hier offstage. Wird von dem Buch gecatcht aus der Luft. Und das ist der nächste Stock. Wird das hier ein 3-Stock von Splash Match auf dem letzten Stock? Das ist der Winner-Side-Stock von King Kong gerade. Auch ein schönes Wort. Splash Match lässt ihn hier gerade nicht ran. Das ist genauso wie du gesagt hast. Ein bisschen unorthodox, aber jetzt kann er langsam die Options. Hier holt King Kong aber noch den Stock vielleicht. Ist das hier der Anfang eines Comebacks? Wir bleiben am Believen. Ja, das sieht doch sehr solide aus, einfach gerade was King Kong hier rausholt, einem potenziellen Comeback. Ja. Ja, Splash Match hat es aber nicht ordentlich punchen können. Okay, ja. Sehr schön. Ne? Einfach die Down Airs mehrmals dieses Game einfach abgewartet, weil er weiß, okay, die können öfter mal raus. Aber es gibt ja einen Grund, dass.